I've been diving all my life. Sea is human nature. It's like we cannot do without it. It's a matter of life. We live in a very rich, topographically rich area. We have clear waters, very low current, healthy seaweed areas with little fish, of course, not enough. We have freshwater springs shooting from the bottom of the sea to the surface. A lot of interesting cave systems. Big steps, we are very close to the deepest part of Mediterranean, so very easily we go from 6 to 60 meters. So we have really nice reefs. We quite often meet sea turtles, big amberjacks, and hopefully we have experienced big schools of red snappers and big groupers hanging on the edge of 30 to 40 meters. These species are fantastic. They are really brilliant. Faszination fürs Wasser war schon immer gegeben. Angefangen sicherlich mit den Büchern von Hans Sass und auch Jacques Cousteau, die ich schon während der Kindheit gesehen und gelesen habe. Eine Welt, die wahrscheinlich jeden fasziniert, weil sie nicht für jeden zugänglich ist. Und die Fotos und Filmchen, die man damals in den 40er, 50er, 60er Jahren gesehen hat, sind natürlich massiv von dem, was da unter Wasser los war. Und wenn man das selber mitkriegt, wie es heute aussieht, ja, gibt dann was zu denken. The last 10 years we can see the problem from inside. We see that we don't see red snappers anymore, we don't see big groupers anymore. And everything has been overfished, and most of the fish is getting less and less. Ja, es wird von Jahr zu Jahr weniger. Wenn ich jedes Jahr hier bin, kann ich feststellen, dass zum Beispiel die Zackenbarschpopulation in den Tiefen, wo ich mich bewege, weniger wird. Die kleineren Fische, die Menschfische sind weniger geworden. Der Oktopus ist so gut wie gar nicht mehr, für mich zumindest sichtlich. Ja, das ist das, was ich vom Bauchgefühl wahrnehme. Es gibt mittlerweile diverse Arten, die stark in ihrem Bestand bedroht sind. Wenn wir ehrlich sind, gibt es, glaube ich, nur noch 2, 3 Arten aktuell, wenn man Greenpeace Glauben schenken darf, die noch bedenklich konsumierbar sind, was besorgniserregend ist. A lot of fish have been overfished by different types of fishing. You cannot blame the spearfishermen for swordfish decreasing population, but you cannot blame the trawlers for the grouper decreasing population. So each type of fishing is responsible for the decreasing of certain fish. The last 5 or 6 years we have experienced the appearance of new invasive species such as lionfish, pufferfish, and the long-spined sea urchin, which are disturbing the local habitats and the environment. It was a bit of a shock. It was a bit of a shock. The first moment you say, well, "What is this? Is not a lionfish, is it?" But yes, it was. It was a juvenile. It was November, 5 years ago, and now they're everywhere. They are all over the reef. They are taking over the whole place in zones between 10 to 20, 25 meters. They have no natural local enemies, so it's only increasing, it's only taking over. And this cannot go on because there will be lionfish only. It's got a bit of a look of what we call the Mediterranean sea scorpion.
but all the fins and all the spines are bigger. Like it looks like a lion in a shape of a fish, because I think it, for its own protection, wants to look bigger than it is in order to protect itself. Wie so viele Dinge, die gerade nicht stimmen und die passieren, ist meistens der Mensch derjenige, der es zu verantworten hat. Wir hatten ja schon vor dem Feuerfisch genügend Probleme im Mittelmeer. Dieses Problem ist jetzt noch dazugekommen. Indem wir hier einen Zugang zum Mittelmeer geschafft haben, der natürlich nicht vorgesehen war, sprich vom Suezkanal. They all come from the Red Sea, from what we know. The ones, whoever dived in the Red Sea and dived here, they say, oh yes, I've seen this in the Red Sea. So it's been there before. And it was like this magic moment to see a lionfish in stupa in our region, but we didn't know this would become so multipopulated in a few years. Ein schöner, roter Raubritter in Gewässern, wo er nicht hingehört. Der fischt nun mal die Fische hier weg. Er ist verstachelt mit injektionsscharfen Spitzen, ja, die man meiden sollte. Ein perfekter Mechanismus, selber nicht gefressen zu werden. Obwohl es mittlerweile Versuche gibt, andere Raubtiere an den Rotfeuerfisch zu gewöhnen. It's not really toxic or lethal, I would say, but nevertheless, it's painful if you're not prepared and used to it. We heard from colleagues from other countries that groupers and moray eels can eat them, but first you have to introduce them. Somehow you have to cut one so the local fish will try and eat it, but otherwise they will be multiplying forever. Because it's a really spiky fish. Ich nehme nur den Fisch raus, den ich fangen möchte. Ich werde auch niemals hingehen und so viele Fische fangen, wie möglich sind. Generell ist es immer grausam, wenn man einen Fisch tötet. Auch ein Feuerfisch ist ein Lebewesen. Dementsprechend sollten wir der ganzen Geschichte auch den entsprechenden Respekt entgegenbringen, dass man auch das Leiden des Tieres so schnell wie möglich beendet. Der hat 18 Stacheln, auf die man aufpassen muss. Wenn diese Stacheln entfernt werden, ist der Fisch quasi genießbar. Also sobald man ihm seine Waffen nimmt, besteht keine Gefahr mehr. Everybody who's tried lionfish elsewhere told us it's a delicious fish with lovely meat, very nice taste, and can be cooked in a lot of different ways. Für mich persönlich das beste Fleisch, was ich je im Mittelmeer gefangen und selbst gegessen habe. Ja. Endgültige Rettung für das Mittelmeer ist die Lösung des Feuerfischproblems. Mit Sicherheit nicht. Es gibt diverse andere Probleme, die eigentlich schon lange bestehen und die angegangen werden müssten. Und was wir gesehen haben, es ist durchaus möglich, dass sich der Fischbestand wiederholen kann. Wir haben uns letztes Jahr ein spannendes Projekt an der ligurischen Küste angesehen. Vielversprechend. Da hat das regelrecht gewimmelt unter Wasser. Nemo's Garden here in Noli. The project is still a pilot project. The first idea was to try to have a new form of sustainable agriculture. We discovered it an unexpected, very peculiar and beautiful side effect. Nemo's Garden was not created to protect an underwater area, but at least the environment becomes a sheltered area. First of all, from fisheries. There's no chance to
come with a commercial fishery system, like big nets or something similar. And underwater life realized, in a sense, that it is a protected area. So years by years, there are many species arriving in our underwater environment. Teilweise laufen wohl auch schon Bemühungen, gewisse Schutzzonen, diese Marine Protected Areas in Griechenland zu platzieren. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich noch reicht. Es dauert Jahre, bis sich der Fischbestand in solchen Gebieten regenerieren kann und so eine invasive Art wie der Feuerfisch vermehrt sich halt explosionsartig. Ich versuche eigentlich gerne Optimist zu sein, Optimist zu bleiben. Aber mein Bauchgefühl geht hier leider in die andere Richtung. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ich irgendwann die Harpune komplett gegen die Kamera eintausche. Das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann vielleicht. I think for us it's most of our life. We cannot live without the forest and the mountains, and we cannot live without the sea and the reefs. We hope that the right people will get the right decisions and do something that each one of us cannot do it alone. So every Mediterranean coast government country, I would say, and all the other European countries, no matter if they're attached to the Mediterranean Sea or not, we all have a big life interest on the life of the sea.